Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon zu einem neuen, zu einem ersten Part Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Höllisch drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Die Download-Version im Nintendo eShop. Nun von mir gedownloadet und als Let's Play-Reihe gespielt. Ich würde mal sagen, wir legen direkt mal los mit dem ersten Part von Pokémon, die gelbe Edition. Und starten ein neues Spiel. Da ist er, der Pokémon-Professor. Hallo und herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Ja, wie es so klassisch bei alten Spielen ist, wird mein kompletter Name da nicht reinpassen. Ja, da gibt es auch die Option für Kleinbuchstaben, aber Kleinbuchstaben sind was für Waschlappen. Ich schreibe mich in Caps Lock. Okay, richtig, dein Name ist Zwergi. So, du darfst mich so nennen. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen? Wie war noch gleich sein Name? Der verdammte Alzheimer. Blau, Gary, John haben wir hier. Gary, stimmt, es lag mir auf der Zunge. Zwergi. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteurer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Und da bin ich auch schon in meiner kleinen Bude hier. Hier haben wir ein Bett in 16-Bit-Grafik, eine Topfpflanze im Bett in 16-Bit-Grafik und ein Super Nintendo in 16-Bit-Grafik. Okay, die Reise kann beginnen. So, das ist so ziemlich das erste Pokémon-Spiel, das es zumindest in Deutschland gab. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, es gab ein Pokémon Blau und ein Pokémon Grün, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es Pokémon Rot und Pokémon Grün? Jedenfalls eins dieser Spiele, also eins von in dieser Spielreihe Pokémon Blau, Rot und Gelb gab es schon früher in Japan. Nach Deutschland kam dann Pokémon Rot, meines Wissens, und Pokémon Blau. Pokémon Grün kam nicht mit her und später erst wurde Pokémon Gelb dazu geholt. Das war dann eine verbesserte Version von allem. Ein PC in meinem Haus. Kommt vor, dass man einen PC bei sich im Haus hat. Ja, und da sind die Sprites dann ein bisschen besser, ist dann alles ein bisschen abgerundeter und ein bisschen, naja, nicht abgerundeter im Sinne von, ihr wisst, was ich meine. Alles halt ein bisschen verbessert.
So, hier haben wir meine Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Ja, dann werde ich direkt mal zu ihm gehen. Hier steht auch ein Fernseher, wie in jeder Pokémon-Edition, das ist eigentlich Standard. Im Fernsehen läuft ein Film. Vier Jungen laufen ein Bahngleis entlang. Den Film kenne ich schon. Ich mache mich besser auf den Weg. Ja, und wie immer können wir da irgendwas gucken. Es wird uns beschrieben, was dort passiert. Hier haben wir sozusagen den Anfang, also den Grund davon. Alle nachfolgenden Editionen Haus von Zwergi, die wir kennen, sind danach entstanden. Haben dieses Spiel als Grundlage. Mir kommt der Ton hier gerade ein bisschen laut vor. Das Sound, aber ich hoffe, ich kann darüber hinweg sprechen. Der Ton, der ist auch wieder klasse. Die Musik ist auch seitdem wundervoll. Haus von Gary. Ich weiß, ich bin hier falsch, da geht es nicht zum Professor, aber... Hallo, Zwergi. Gary wartet in Opas Labor. Ja, das wissen wir natürlich, dass Gary der Enkel von Professor Eich ist. Na, wen haben wir hier? Einen fetten Junge, den wir bisher in jedem Anfangsdorf gesehen haben. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Das ist eigentlich immer dasselbe. Es ist in diesem Anfangsdorf immer dieselben Personen und es gibt immer ein Labor. Naja, ein Pokémon Platinum gibt's kein Labor. Da ist der im Anfangsdorf, wollte ich sagen, da ist der Professor in Sandgemme. Da muss man noch ein bisschen hinlatschen. Aber ansonsten, ich glaube, ist alles zumindest zentral im Dorf. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Und wenn wir jetzt hier ins hohe Gras gehen, hält uns jemand auf oder was? Warte, geh nicht raus. Ja, da ich. Das war knapp. Wilde Pokémon leben in hohem Gras. Na denn, ein Pikachu, ein wildes Pikachu. Das ist ja auch hier die Pikachu-Version. Hier wird uns gleich mal gezeigt, wie man ein Pokémon fängt. Im Schnelldurchlauf. Nicht wie in neueren Pokémon-Editionen, wo das hier für alle Blöden einzeln und langsam erklärt wird. Jetzt drückst du auf diesen Knopf, dann auf diesen Knopf und dann drückst du ganz langsam auf diesen Knopf. Puh. Wilde Pokémon können jederzeit auftauchen. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Oh, die Melodie kenne ich. Hardcore gab es die, glaube ich. Die Musiken sind generell bekannt. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, du bist früh dran. Du solltest doch erst später kommen. Naja, egal. Warte einen Moment. Siehst du dort den Ball auf dem Tisch liegen? Zwergi, das ist ein Pokéball. Daran befindet sich ein Pokémon. Ich schenke es dir, nimm es dir. Ruhig. Halt, Opa, und was ist mit mir? Habe einen Moment Geduld. Gary, ich gebe dir später eines. Will's haben? Gib mir. Was? Nein! Zwergi, ich will dieses Pokémon. Gary schnappt sich das Pokémon. Gary, was soll das? Bitte, Opa, ich möchte dieses Pokémon. Aber, okay, behalte es, dieses Pokémon.
Es ist deines. Ich hätte dir sowieso eines gegeben. Zwei, komm zu mir hier rüber. Spiel das Spiel komplett blind. Also, ich kenne den Spielverlauf nicht. Ich habe den auch früher nicht gespielt, dieses Spiel. So alt bin ich noch nicht. Na gut, doch, ich bin 197 Jahre alt. Ja, aber damals konnte ich noch, gab es noch keine Konsolen in meinem Zwergenreich. Ich bin erst relativ spät in die Menschenwelt gelangt. Ich habe noch ein Pokémon gefangen. Ich gebe es dir. Allerdings ist es ein ungezähmtes, wildes Pokémon. Zwergi erhält ein Pikachu. Möchtest du Pikachu einen Spitznamen geben? Nein. Hier machen wir es klassisch. In diesem Spiel, in dieser Edition. Wir lassen alle Pokémon bei ihrem Namen, damit es auch klassisch bleibt. Aber ein ganz klassisches Let's Play. Auch ohne Redlock und ohne Nuzlocke. Ich will es einfach genießen. Warte, Zwergi. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Oha. Unser erster Kampf gegen Gary. Gary möchte kämpfen. Dann soll er seinen Kampf bekommen. Los, Pikachu. Donnerblitz. Achso, Donnerschock. Sorry. Passiert. Guten Schlag. Nochmal Donnerschock. Los. Weiter. Pikachu. Los, setz Donnerschock ein. Ich bin zwar nicht Ash, aber kannst trotzdem Donnerschock einsetzen. Und das passiert, wenn man seine Kamera nicht richtig vorbereitet vor dem Dreh und die SD-Karte voll ist. Klassischer Zwergenfürsten-Move. Aber im ersten Part, holla! Naja, weiter geht's. Evoli wurde besiegt. Pikachu erhält 97 EP. Pikachu erreicht Level 6. Pikachu erlernt Routen stark. Zwergi besiegt Gary. Die Musik, die liebe ich. Unmöglich, ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Zwergi gewinnt 175 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Gary hervor. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit es stärker wird. Zwergi, Opa, wir sehen uns später. Jetzt habe ich die Stimme geändert. Naja, das wird sowieso noch zigmal passieren. Auch typischer Zwergenfürst-Move. Wie bitte? Schau dir das an. Es ist seltsam, aber dein Pikachu mag dich scheinbar. Also mag keine Pokébälle. Es muss dich so begleiten. Dann ist es auch glücklich. Du kannst mit ihm sprechen und merkst dann, ob es dich mag. Das finde ich gut. Ist auch eine Sache, die ich in... Oha. Dass ich in Pokémon Heart Gold kennengelernt habe. Ja, das Ding habe ich noch nicht let's played, aber das kommt auch irgendwann. Ich weiß auch nicht, wie ich dieses Let's Play jetzt managen werde. Zumal ziemlich bald auch Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond rauskommen. Naja, wir werden es mal sehen. Wahrscheinlich wird es wieder ein unregelmäßiges Ding. Jo, dann können wir jetzt mal weiter ins hohe Gras. Oder gibt es hier irgendwo noch ein... Ja, in meinem Haus hatte ich einen Computer, vielleicht kann ich dort mein Pokémon heilen. Ja, das ist mein Haus. Muss kurz mal suchen. Und weiß nicht, wo mein Haus ist. Ich bin ja hier frisch hingezogen. Ich kann diesen Part auf keinen Fall wieder der Umzug nennen. Das ist das. Ich muss schon irgendwie einen anderen kreativeren Titel finden. Naja, mal sehen, was ich so gefunden habe. Zwergi schaltet seinen PC ein. Okay, hier kann ich nur Items ablegen und Pokémon.
Mist. Da muss ich wohl bis zur nächsten Stadt aushalten. Ja, ab durchs hohe Gras. Och, die Musik ist so... sowas von episch. Ich liebe die einfach. Das ist... ich würde ja sagen... wie hieß das Wort? Nostalgie, aber... kann ich. Kann ich Nostalgie sein? Woher denn? Mein erstes Spiel war Pokémon Diamant, das ich gespielt habe als Kind. Die Generation bin ich, ja. Damit ihr es wisst. Mandela-Effekt. So. Vielleicht in einem früheren Leben. Ja, wie? Das muss kurz gewesen sein, das frühere Leben. Naja. Ein 100-jähriger Opa, der gerne Pokémon die ersten Generationsspiele spielt hat. So ein 100-jähriger Opa, der das entdeckt hat. Ja, schwere Verschwörungstheorie. Mandela-Effekt will ich euch jetzt nicht erklären. So, weiter geht's. Ist auch oft doppelt wieder. Auch typisch Zwergfürst. So, da sind wir gleich in der nächsten Stadt. Ich hätte mir eigentlich einen Pokémon fangen können. Naja, egal. Ich habe ja noch keine Pokébälle. Geht also nicht. So, wo sind wir hier? Tipps für Trainer. Die gibt's auch in jedem Spiel. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du die Pokémon in einem Pokémon-Center bringen. Okay, dann suchen wir mal ein Pokémon-Center auf. Das sieht doch sehr nach einem aus und hat auch die Mucke. Willkommen im Pokémon-Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Sollen wir deine Pokémon heilen? Okay, wir benötigen eine Pokémon. Den Text hat sich auch beibehalten. Bis in Pokémon-Sonne. Wir benötigen deine Pokémon auch gleich, das soll ich schon vorlesen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Wir hoffen, du kommst bald wieder. Komm jederzeit wieder vorbei. Okay, ein bisschen anders. Wer seid denn ihr? Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon-Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Und du, kleiner Fratz hier. Im Pokémon-Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Danke für die Information. Und hier ist der Connex-Club. Willkommen im Kabel-Club. Okay, ein bisschen was anderes. Wir treffen gerade die Vorbereitungen. Bitte warte. Kabel-Club, okay. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf hat man mich... am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Und jetzt mache ich das für andere. Jetzt weise ich andere darauf hin. Zwergi schaltet den PC ein. Jemandes PC, PC von Zwergi ausloggen. Ah, der jemandes PC. Auch klassisch. Ja, klassisch ist alles hier. Ist ein Klasse. Kommt alles hierher. Sagte ich schon. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Zwei? Stimmt, damals gab es bestimmt nur zwei. Raupi ist nicht giftig, aber Hornilu, achte auf seinen Giftstachel. Heute gibt's bestimmt schon mehr. Ein Markt. Wir erfüllen alle Itemswünsche. Pokémon-Supermarkt. Rein mit mir. Hey, kommst du aus Alabastia? Wahrscheinlich. Professor Eich schickt dich. Oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Zwergi erhält Eispaket. Da sind bestimmt Pokébälle und Tränke drin. Würde mich nicht wundern, wenn das der Fall ist. Dieser Laden führt viele Gegengifte.
Denn der Laden hat endlich wieder Gegengift vorrätig. Schön, schön. So, dann gehen wir mal zu dem Professor zurück. Mal zwischenspeichern. Und weiter. Durchs Hohlgras zurück. Hui! Mit dem Paket drin. In der Hand, wo die Pokebälle wahrscheinlich drin lagern. Alternativ könnte es auch eine Karte sein. Also in. Wo war das? In Pokémon Weiß haben wir, glaube ich, eine Karte bekommen. In dem Paket. Dann können wir ein bisschen darüber spekulieren, was da drin sein könnte. Ja, ich weiß, einige wissen es schon, weil sie das Spiel früher gespielt haben. Und kennen sich aus. Ich fürchte, da sind die Pokémon-Bälle und die Tränke drin. So, Professor, ich habe was für Sie. Hier, nimm das. Hallo Zwergi, wie geht es dir im Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst alles Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich. Zwergi übergibt Professor Eich das Paket. Das Paket. Das magische, geheimnisvolle Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Dankeschön, Zwergi. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Ich wusste doch, dass da ein Pokéball drin ist. Opa! Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Ah, Gary, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Nehmt bitte diesen Pokédex und sammelt alle Pokémon und helft ihn mir zu erweitern. Dort seht ihr eine Erfindung auf dem Tisch von mir. Den Pokédex. Ach, das hätte ich ja jetzt gar nicht erwartet. Er erfasst automatische Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Naja, Hightech. Zur damaligen Zeit bestimmt. Professor Eich. Ach so. Jetzt habe ich den Namen mit vorgelesen. Zwergi, Gary, diese beiden sind für euch. Zwergi erhält ein Pokédex von Professor Eich. Eich. Ich spreche das nochmal falsch aus. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg, Jungs. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Zwing, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ich hab's. Ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben. Zwing. Die sind ganz schön frecher. Hinterher. Wir holen uns auch eine Karte. Gib mir auch eine. Ach, das ist mein Haus. Das ist seins. Kann sein, dass seins ein bisschen breiter ist. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Zwergi hält eine Karte. Ach, sie ist die Schwester. Und was mit seiner Mutter? Naja. Soll mir egal sein, ich habe eine Karte. So. Das ist doch eindeutig ein bisschen. Naja, gut, komm, ist gleich groß. Sah nur ein bisschen anders aus. So, weiter geht's. Ins Abenteuer geht's. Wir wollen der Allerbeste sein, wie keiner vor uns war. Und dazu müssen wir erstmal die nächste Stadt erreichen. Ja, da waren wir schon, aber. Und dazu müssen wir erstmal trainieren und stärker werden, ein weiteres Pokémon fangen und
groß werden, groß und stark. Wir essen also viel Spinat. Oder wir kämpfen in Pokémon-Kämpfen. Oder fliehen. So geht's natürlich auch. Na, so wird man nicht groß und stark, aber so kann man Kämpfen entkommen. Joa. Schon das nächste Dorf. Jetzt haben wir es auch erreicht. Nicht nur vorbeigeschrammt. Wir haben es vorbeigeschrammt, okay. Guten Tag. Ich breche mal bei euch ein. Puh, ich versuche meine Noten auswendig zu lernen. Okay, wieso machst du das? Meine Schwester hat gesagt, dass Pokémon zahm werden, wenn man nett zu ihnen ist. Ich bin auch nett zu dir. Wie geht's dir? Ja, mittelmäßig. Sieht sehr mittelmäßig aus. Oh, die Schule ist das also. Die Lehrerin hier. Okay, lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Mache ich. Ich sehe keinen Text, aber scheint ein Text dort zu sein. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Schlafen, Gift, Paralyse, zurück, Brand, gefrieren. Och, ich weiß doch alles schon. Kenn mich aus in Pokémon-Spielen. Halbwegs. Jo. Veterania City. Veterania City. Das immergrüne Paradies. Ja, gut, dass ich lesen kann.